jetzt ja jetzt mein Eingangsbereich. Jetzt gehen wir mal rein in mein Zimmer. Am besten fange ich gleich rechts an. Das ist jetzt hier hinter der Tür, ist mein Bereich, wo ich einige von meinen Karten unterbringen kann. Rechts seht ihr dann halt meine Leinwand, die ich da schon mal im Blog vorgestellt habe. Und links meine Leiter, auf denen ich auch noch ein paar Karten hinstelle. Das ist jetzt mein großer Schrank, den ich mal beklebt hatte. Das ist ein ganz billiger Schrank von IKEA. Da unten hat schon mein Kater versucht, die Bilder wieder abzureißen. In dem Schrank ist jetzt alles, was nirgendwo anders Platz hat. Oben Bilderrahmen, jede Menge Schachteln, dann Buttonmaschine, Korb mit jede Menge Kleinkram. Hier ist auch noch jede Menge Ordner und Dekokram. Jetzt habe ich hier noch zwei Schubladen drin mit jede Menge Sachen, halt was jetzt noch nirgendwo einsortiert ist. Genau. Da habe ich jetzt noch ein paar Stempelsets drin. Und darunter ist auch noch ein Fach. Da ist auch noch jede Menge drin. Genau. So. Dann der ersten Schublade sind halt auch noch Krimskrams und Staffeleien. Gerade wenn man auf Märkte geht oder so, ist das immer recht praktisch. Hier ist auch noch viel Unterlagen, Schneidunterlagen, Album, alles das, was Platz wegnimmt. Da ist mein Equipment zum Videodrehen. Und Tüten, Schachteln, ja, jede Menge. Dann links davon ist mein großer Alex. Der ist jetzt nicht ganz fertig. Eigentlich sollten ja diese Buchstaben an den Seiten sollten dann irgendwann ersetzt werden mit normalen Folienaufklebern. Das mache ich dann nur irgendwann. Das sind jetzt alle Holzstempelsets. Alphabetisch so weit untergebracht, wie es geht. Wie man sieht, da unten fehlen wieder welche. Auch da musste mein Kater wieder seine Krallen ausfahren. Ja, hier habe ich dann am Schrank das Beagle-System, sprich diese Stange hier. Da passen super die Stanzen drauf, die jetzt an meinem Platz keinen Platz haben. Ja, hier, das seht ihr, das ist mein Fächer-Ordner, wo ich die ganzen Papierreste aufbewahre. Super praktisch. Vor allen Dingen wird es dadurch nicht mehr, weil jetzt nur natürlich für Kleinkram zum Stanzen nehme ich dann eben lieber mal aus der Restekiste. Ja, und hier seht ihr drei Holzschachteln. In dem einen ist jetzt das Pastellpapier. Habe ich jetzt untergebracht, alle Farben. Hier habe ich jetzt besonderes Designpapier, sprich das dicke Designpapier. Dann Designpapier mit Prägemuster und so weiter. Und das ist das ganze Papier, was es nicht mehr gibt, das Designpapier. Ja, das ist jetzt der Schrank, der Malmschrank zu meinem Arbeitsbereich. Da schwenke ich jetzt nochmal kurz drüber. Das ist halt da, wo ich immer arbeite. Da steht auch meine Cameo-Pinnwand, was man halt so braucht. Genau, und jetzt schwenkt man langsam rüber. Auch die Katzen sollen natürlich ihren Platz haben. Ja, jetzt hier auf dem Fensterbank stapelt sich jetzt auch schon. Das sind halt so Papierreste da hinten und vorne halt Körbe, wo ich nicht weiß, wohin. Hier seht ihr nochmal Karten. Die sind einfach mit so einem Band befestigt und dann mit solchen Maulklammern halt einfach nur festgemacht. Ich hoffe, man kann das so weit erkennen. So kann man halt, wenn man dann Platz hat, Stück für Stück die Bänder nebeneinander setzen. So, und dann ist jetzt hier rechts, also das ist mein gesamter Arbeitsbereich. Rechts seht ihr dann oben meine Clear-Stempel, mein Stempelkissenturm und die Türme mit den Brads und Eyelets und so weiter. Und das steht dann auch nochmal in der Malmkommode.
Die sind jetzt auch noch Stempelsets drin und Stanzer und ja, was halt so über ist. Ja, hier ist alles ist noch nicht aufgeräumt. Ich krieg so gar nicht auf. Das ist einfach nur so letzter Rest. Und ganz unten sind so Stoffreste drin und so, falls ich irgendwann mal nähen will. Ja, da oben ist mein Regal, wo ich dann meine großen Scrap-Layouts aufbewahre und so Verpackungen. Und hier seht ihr dann auch, ein Flieger habe ich von meinem Schatz geerbt, natürlich in Pink, ne? Wenn dann schon. Ja, und hier seht ihr auch nochmal diese Bänder, einfach alte Geschenkbänder genommen, abgeschnitten, zugeschnitten und dann als Karten Schauwand hergenommen. Finde das recht praktisch. Ja, das ist jetzt hier, wie gesagt, mein Arbeitsbereich. Seht ihr jetzt Bänder und meine Stanzer. Passt perfekt hin. Ja, oben sind dann in den Glasflaschen hier, sind dann Knöpfe drin. Da einfach gesammelte Knöpfe in allen Farben. Sieht man jetzt leider schlecht. Also da haben wir gelb, bisschen zu pink, meine Kleber. Ja. Und hier oben am Regal, das ist eine Lampe. Die hatten wir damals im Baumarkt gekauft. Die war auch nicht teuer, aber die macht unheimlich tolles Licht. Also ideal zum Arbeiten und Fotografieren. Wer das gerne mal probieren will. Ich kann vielleicht, wenn Interesse besteht, mal fragen oder nachschauen, ob das irgendeinen Firmenname hat. Auch hier am Regal habe ich Spiegelsysteme angebracht. Dann kann man diese schönen Körbe da einhängen, wie auch hier zu sehen. Da. Und diese Fleischerhaken, sag ich immer. Dann kann man auch jeden Krimskrams dranhängen. Ja. Genau. Bänder. Jede Menge. Und das ist hier so eine Briefablage. Da habe ich halt so diverses Papier, meine Strasssteine und so weiter halt drin, was ich halt schnell mal brauche. So, und der ganze Tisch, ich weiß gar nicht mehr, müsste noch mal schauen, wie das System heißt. Das ist natürlich auch alles IKEA. Ich hatte erst links Beine und rechts nur einen Schrank und dann irgendwann hatte ich die zwei Alex dazu benutzt als Tischbein, was sehr ideal ist. Also Beinfreiheit hat man halt gegeben und die Schränke fassen ja unheimlich viel. Ja, und dann habe ich jetzt hier Schneidbrett, dann die Crocodile und die Breyerwalze und Moosgummiplatte. So. Werkzeug. Hier habe ich jetzt Papier und Strasssteine. Also Papier halt, weiß gar nicht. Die sind da drin zum Rubbelbilder. Ja, Designpapier, altes. Das lagert halt da drin. Hier habe ich jede Menge Kleber. Da hinten sind die Nachfüller, das sind dann die Klebeband und auch nochmal Nachfüller und hier auch. Also Glue Dots, Flüssigkleber da unten, die Roller, das Klebeband. Das ist dann so die Bänderbox mit unter anderem. Ich habe mir mal einen Vorrat an solchen Paketbändern gekauft. Ja, das sind die Döschen mit Klammern jede Menge. Und hier vorne ist auch Krimskrams halt. So, und da ist dann so Müll, sagen wir mal nicht. Das sind jetzt die Leerdosen. Man weiß ja nie, wofür man die mal braucht. Habe ich mir jetzt einfach hier unten mal gebunkert. Dann die Pergamentüten, das heißt diese Papiertüten. Samentüten auch genannt. Ja, und da hinten sind dann so Stanzplatten, jede Menge. So.
So, und hier links, das ist meine große Ramsch-Schublade. Da ist alles drin, also von Maulklammern, Gummis, Haarklammern, Knöpfe, Sprayflaschen, Scheren. Also, ja, meine Krimskrams-Schublade. Das ist meine Bänderschublade. Wie ihr seht, proppevoll. Das heißt, ich muss halt auch noch irgendwie schauen, dass ich das auslagern kann. Das sind jetzt Bänder drin, die es entweder nicht mehr gibt von Stampin' Up oder ich doppelt habe. Teilweise kaufe ich immer eine mehr, weil falls mal eine leer ist, dann bin ich immer froh, wenn ich eine zweite habe. Das ist jetzt eine Kiste mit meinem, ja, die Sponge-Kiste, da die Schwämmchen-Kiste, wo ich meine ganzen Schwämmchen aufbewahre. Da hatte ich schon mal im Blog die vorne drauf hier, diese Tabelle da gepostet. Ja, mein Dymo, Uraltteil, aber funktioniert. Ja, Karteikarten, irgendwas wollte ich mal damit machen. Klebeband, meine Clear Blocks. Hier ist jetzt meine Box für die Big Shot. Alles drin, was wir jetzt haben, sprich die Embossingplatten und die Falzplatten, Stanzplatten, alles da drin. Ja, hier unten ist dann auch nochmal so Restekiste, sage ich mal. Also da ist jetzt alles drin, Papier und Spannrahmen. Das sind Nachfüller für meine Heißklebepistole. So, Stempel. Ja, jede Menge halt. So, und hier links ist dann auch nochmal eine Malmkommode. Hier oben Briefumschläge. Dann habe ich noch diese Schachteln aufgehoben, wo die Medaillons drin waren. Mein Heißluftföhn. Ja, das sind jetzt die Eimer für meine Workshops und so weiter. Hier ist dann auch nochmal Krimskrams. Wie man sieht, ich habe viel Krimskrams. Stanzer und jede Menge Alpha-Sticker. Da ist ein Uhrwerk. Wollte ich mal was machen. Das sind noch andere Stempel. Die habe ich jetzt zum Beispiel, weil ich sie haben muss. Ich bin unheimlicher Snoopy-Fan. Deswegen habe ich mir die gekauft, weil ich so Snoopy mag. Der ist aber auch so golden. Ja. Und in der letzten Schublade, da ist dann nochmal so meine Swaps drin, was ich so alles geschenkt bekommen habe. Ich habe sonst immer alles in so weißen Schachteln drin von IKEA. Hier ist dann halt, was ich noch nicht einsortiert habe, drin halt alles. Das Album habt ihr ja auch schon gesehen. Ja, und auf der Malm, da seht ihr jetzt die anderen Papiere, auch wieder in diesen Holzboxen von IKEA. Da gibt es die mit Deckel. Den Deckel habe ich natürlich weggeschmissen, weil da geht ja nur nicht mehr drauf. Das sind jetzt die neutralen Papiere, die Signalfarben und die Incolors. Das sind die aktuellen Designerpapiere, Prachtfarben und ja, Folien, Pergamentpapier und so weiter. Hier habe ich meine Alben. Da habe ich alle meine Stempel archiviert. Also je Stempelset eine Seite und habe die dann nach dem Alphabet sortiert und hinten dann mit dem Dymo draufgeklebt. Genau. Ja, das ist also mein Zimmer. Und da geht es auch schon wieder raus. Noch einmal rundherum. Da ist halt schöner Blick hinten aus.
Die Steine sind zwar ein bisschen doof, aber trotzdem gucke ich ins Grüne. Und da unten sieht man ein Stück von unserer Paar, dem Fluss. Und da oben sieht man die Schallmauer von der Bahn. Ja, das ist halt mein kleines Reich. Ach so, und rechts hier die Holzboxen im Hintergrund, die sind leer. Das heißt, da passt noch jede Menge rein an Grimmskrams. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut bald wieder rein. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, meldet es euch in den Kommentaren per E-Mail auf stempelwiese.de oder wo auch immer. Und gerne mache ich dann vielleicht auch noch Nahaufnahmen von irgendwas, was euch interessiert. Sagt es mir einfach Bescheid. Ansonsten freue ich mich natürlich auch so über Feedback oder wenn ihr sagt, ihr habt Verbesserungsvorschläge für irgendwas, dann bin ich für alles offen. Wenn es klappt, werden wir ja demnächst umziehen und ich hoffe, dann habe ich noch ein größeres Zimmer. Das heißt, ich könnte es dann noch weiter aufteilen und aufbauen und aufräumen und aufstellen, wie auch immer. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Seiten kennt, die auch Bilder zeigen von ihrem Skriptbereich im Studio, dann gebt es mir einfach Bescheid. Ich freue mich dann sehr drüber. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.